wenn man erfolgreich sein will, egal was, egal ob es jetzt um Business geht, im Angestelltenverhältnis, ob man ein glückliches Leben führen möchte oder was auch immer, ist es wichtig, genau das hier zu kennen. Und viele gehen eben gar nicht hin und bohren bis da, sondern machen das auf anderer Ebene. Ich habe da mal was vorbereitet. So hat man das so früher so schön gesagt, ne? Da gab es doch den jungen Mann, der das immer im Fernsehen gesagt hat. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Dinger. Matroschkas oder Matroschkis oder wie auch immer man das jetzt richtig ausspricht. Ich habe die als Kind, habe ich die total geliebt. Weil du hattest ja immer so ein Ding. Und wenn du das aufgemacht hast, war da noch so ein anderes Ding drin. Und wenn du das andere Ding aufgemacht hast, man merkt, ich habe es noch nicht ganz so oft aufgemacht, war da noch ein anderes Ding drin. Wenn man das dann aufgemacht hat, keine Sorge, das geht jetzt nicht 2 Stunden lang so weiter, war da noch was drin. Guck mal hier, da sind doch mehr drin, als ich dachte. Und da war da noch eins drin und noch eins drin und noch eins. Und ganz am Ende hat man sowas wie den kleinen Kern gefunden. Den ganz, ganz kleinen Kern. Und warum finde ich das so wichtig? Und warum hat das etwas damit zu tun, für sich zu stehen, für seine Sachen zu stehen, aber vor allem auch zu wissen, wer man eigentlich ist? Viele Leute verwechseln Dinge wie Selbstwert, Selbstbewusstsein etc. und haben überhaupt gar keine Ahnung, was diese Sachen überhaupt bedeuten. Wenn man über Selbstbewusstsein redet, dann redet man darüber, sich selber bewusst zu sein. Also zu wissen, wer man ist, wofür man steht und den ganz, ganz kleinen Kern von sich selber, das ist schon ein bisschen süß, ne? Den ganz kleinen Kern von sich selber wirklich zu kennen, zu verstehen und auch zu wissen, wofür man selber steht. Was sind die Eigenarten? Welche Dinge im Leben sind bekannt? Für welche Sachen im Leben stehe ich und welche Dinge will ich weiterverfolgen? Meine erste Empfehlung für dich ist immer, wenn man erfolgreich sein will, egal was, egal ob es jetzt um Business geht, im Angestelltenverhältnis, ob man ein glückliches Leben führen möchte oder was auch immer, ist es wichtig, genau das hier zu kennen. Und viele gehen eben gar nicht hin und bohren bis da, sondern machen das auf anderer Ebene, gehen auf anderer Ebene hin und beschäftigen sich viel zu wenig intensiv mit sich selbst. Also wirklich zu verstehen, was dieser kleine Kern von dir selber ist. Dafür muss man sich manchmal intensiv mit sich auseinandersetzen. Ja, und es ist auch manchmal anstrengend und manchmal wird man traurig oder sonst was. Aber wie schön ist es zu wissen, was da drin ist. Wirklich im tiefsten Inneren, das kleine Ding, was da irgendwo drin versteckt ist. Wie so der Schnatz von Harry Potter. Im Asiatischen gibt es 2 Schriftzeichen, die für das Wort Krise stehen. Du kennst wahrscheinlich das Wort Krise, du weißt wahrscheinlich, was Krise ist. Und wenn man das so ganz salopp sagt auf so einer Straße, stell dir mal vor, wir kommen uns entgegen und du würdest sagen, hey Felix, wie geht's dir denn so? Und dann würde ich sagen, boah, ey, ich habe eine totale Krise gerade, ich bin so richtig in einer Krise. Besonders positiv klingt das nicht, oder? Aber wenn du dir im asiatischen Raum die 2 Schriftzeichen anschaust, die für das Wort Krise stehen, dann sind es 2. Und diese 2 Schriftzeichen, die stehen für 2 unterschiedliche Begriffe. Nämlich zum einen für den Begriff Risiko, aber zum anderen für den Begriff Chance. Aber wer von uns würde denn eigentlich eine Krise als Chance betrachten? Das sagt man zwar immer so nett, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, das wirklich so zu betrachten, würden doch die wenigsten von uns, oder? Aber ich finde es super hilfreich, sich immer wieder vor Augen zu führen, also ich habe das auch im Büro hängen, diese 2 Schriftzeichen, dass jede Krise, alles was entsteht, egal ob das Aktien, ob das Business, ob das Privatleben ist, etc., ist auch immer eine Chance. Der Partner trennt sich, es ist eine Chance, vielleicht irgendwann glücklicher zu sein. Im Business geht ein Kunde, es ist eine Chance, einen besseren, einen größeren Kunden kennenzulernen, zu treffen. Und ich finde, wenn man da rangeht und das mit einem positiven Mindset betrachtet, ich weiß, es ist in vielen Situationen schwer, aber das finde ich extremst hilfreich. Wenn man das macht, kannst du ja so hingehen, kannst du dich früher, hat man in meinem Alter, hast du dich statt irgendwo tätowieren lassen, chinesische Symbole. Das sind alle die, die jetzt da hinlaufen und das mit dem Laser wieder wegmachen lassen. Also finde ich sehr, sehr hilfreich, auch auf solche Dinge. Wie gehst du mit Corona um? Wie gehst du mit Digitalisierung um? Wie gehst du mit steigender Inflation um? Wie gehst du mit Krisen um? Wie gehst du mit dem um, was in der Welt passiert? Sitzt du in der Ecke und jammerst? Siehst du nur Probleme? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, da ist eine Chance, eine Veränderung, eine Möglichkeit? Ich habe euch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Ganz simpel.
keine Sorge, muss ja jetzt hier keiner was vortanzen und nicht auswendig lernen oder irgendwie sowas. Eine ganz simple Aufgabe mitgebracht, die heißt, versuch mal bitte, diese neun Felder mit vier Strichen, geraden Strichen, zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Denk mal drüber nach. Wie könnte die Lösung dieser Aufgabe aussehen? Du möchtest alle diese Felder miteinander verbinden. Du darfst aber nur vier Striche machen. Und was könnte die Lösung sein? In der Zeit, wo du jetzt mal überlegst, die Hälfte der Leute, inklusive mir am Anfang, kann diese Aufgabe nicht lösen. Es gibt viele Menschen, die die Aufgabe lösen können, aber die brauchen dann im Durchschnitt vielleicht so 1,5 Minuten. Den Rekord, den ich mal bei einer Keynote hatte, war jemand, der hat das in 20 Sekunden geschafft. Wenn du dir das mal anschaust und jetzt verschiedene Sachen, du kannst jetzt nicht eine runde Schnecke da reinmalen oder sonst irgendwas Beklopptes. Es gibt auch keinen übernatürlichen Trick und ich kann auch nicht zaubern. Aber ich blende dir jetzt mal die Lösung ein. Und wenn du dir diese Lösung jetzt mal anschaust, dann ist das doch eine verrückte Nummer. Also das heißt, wenn du dir diese Lösung mal anschaust, sind das doch vier ganz normale Striche. Also jetzt mal ganz ehrlich, ist das so schwer? Nein. Und ich glaube, die meisten von euch, die meisten hätten diese Lösung niemals gefunden, oder? Warum? Weil wenn du rausgehst, außerhalb der drei, wenn du aus den Feldern gehst, was, hallo, was machen Sie denn da? Think outside the box. Darüber nachzudenken, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, Dinge neu zu machen, zu verändern, all diese Dinge spielen eine extrem große Rolle. Dafür muss ich aber die Bereitschaft haben, solche Dinge kontrovers zu betrachten, von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, mir das mal anders anzuschauen. Und das betrifft das eigene Leben, das betrifft das eigene Business und das betrifft alles, was mit dir zu tun hat. Also mal hinzugehen und zu überlegen, wie könnten denn Dinge mal anders aussehen? Muss ich das so machen, wie ich das bisher immer gemacht habe, wie alle das machen? Was ich dafür aber sein muss, ist, ich muss dafür mutig sein. Mut ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man im Leben haben sollte. Und das Mut bedeutet nicht, risikolos zu sein. Und Mut bedeutet vor allem eine Sache nicht. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Das ist ganz wichtig. Viele Leute denken, ich kann nur dann mutig sein, wenn ich nicht mehr ängstlich bin. Und wenn ich mutig bin, dann darf ich aber auch ängstlich sein. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich mit dir Fallschirmspringen gehe, würde ich wahrscheinlich machen. Wäre ich ängstlich? Auf jeden Fall. Wäre ich mutig, wenn ich es mache? Auf jeden Fall. Und das finde ich so wichtig, weil viele Leute lähmt Angst. Die haben das Gefühl, ich darf nicht ängstlich sein. Ich kann nur dann Dinge schaffen, wenn ich nur voller Mut bin. Und sobald du merkst, es gibt ein bisschen Angst und Sorge, dann richten viele nur noch diesen Blick auf diesen kleinen Teil Angst und Sorge und vergessen den ganzen Mut, der links und rechts ist. Und das wird ja niemanden weiterbringen. Also auch hier ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass du ängstlich sein darfst. Ängstlich zu sein ist überhaupt nicht schlimm, das sind wir alle. Aber dann den Mut zu haben, bestimmte Dinge zu tun, egal ob das bei mir meine eigene Selbstständigkeit war, ob das Dinge waren, die meine Kunden in unserer Mastermind, in unserer Business Mastermind machen oder irgendwelche anderen Dinge. Alles das hat ganz viel mit Mut zu tun. Und wofür Mut hilfreich ist, war für mich als Kind, ich habe vor einiger Zeit meinen Keller aufgeräumt und habe eine Sache gefunden, die ihr vielleicht noch kennt. Ich habe hier eine Kopie und zwar einen Wunschzettel. Vielleicht kennt ihr das noch, als Kind einen Wunschzettel zu haben. Ich lese euch das mal vor. Liebe Mama, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante, möglichst viele Leute in die Kiste reinziehen. Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch, ganz fokussierter Junge. Ein Fahrrad. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, der spinnt ja, so ein Fahrrad kostet viel zu viel. Aber halt, ihr könnt mir ja auch das Fahrrad zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Im Vertrieb wird man das Lösungsvorschlag nennen. Über andere Geschenke würde ich mich auch freuen, aber ein Fahrrad, naja, wäre mir total am liebsten, weil mein Fahrrad, naja, total scheiße ist. Manche von euch werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen, wie von Felix bekommen wir auch nichts, darum bekommt er auch kein Fahrrad. Wichtig, Totschlagargument am Ende. Aber ich bin nun mal ein Kind, ich verdiene kein Geld. Also bitte, bitte ein Fahrrad. Ich denke mir manchmal selber, okay, welcher 12-Jährige oder 11-Jährige schreibt solche Texte? Aber
Für mich war es damals eines der wichtigsten Dinge, die ich haben wollte. Ich kann mich da noch total dran erinnern. Ich wollte unbedingt dieses eine Fahrrad haben. Und alles das, was du im Leben, im Business etc., darum hat in den letzten Jahren dieses Wort Fokus so eine große Rolle gespielt. Etwas zu fokussieren, etwas sich vorzustellen, was man haben möchte und alles dafür zu geben und Lösungen zu suchen. Das ist das, was den Gewinner vom Verlierer am Ende des Tages unterscheidet. Und wenn wir von Verlierern oder im gesellschaftlichen Sinne von Versagern, von Loser, richtige Loser sprechen, habe ich dir drei richtige Versager mitgebracht. Ich möchte dir drei Versager vorstellen, die es nicht geschafft haben und riesige Probleme haben. Wir haben auf der einen Seite haben wir Steve Jobs. Steve Jobs wurde total depressiv, als er aus seinem eigenen Unternehmen geflogen ist. Albert Einstein galt in der Schule als unterentwickelt, weil er erst ab 4 Jahren, was für ein Versager, gelernt hat zu sprechen. Und Walt Disney wurde rausgeworfen, weil jeder gesagt hat, er hat keine Vorstellungskraft. Wenn du mal darüber nachdenkst und das mit diesen drei Personen verbindest, dann wird dir eine Sache bewusst. Ganz häufig werden wir von externen Seiten bewertet. Aber ganz häufig ist die Bewertung, die extern stattfindet, falsch. Weil nur eine Person sollte sich bewerten. Und das bist du selbst. Und das sind nicht die anderen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich nicht einfärben lässt, sondern immer wieder auf deine eigene Betrachtung achtest. Natürlich wirst du im Leben Menschen kennenlernen, die nicht immer dein Bestes wollen. Und natürlich wirst du manchmal Leute in deinem Umfeld haben, die von negativer Energie und so weiter eingefärbt sind. Aber es ist ja deine Aufgabe, sich zu entscheiden, mit wem du quasi zusammenarbeitest. Also, wen hast du im Privaten, im Business? Bei uns, ich sage es ganz ehrlich, der Hauptgrund, warum zum Beispiel unsere Business Mastermind funktioniert, ist natürlich, weil die Leute gute Beratung kriegen, aber auf der anderen Seite, weil es da ein Netzwerk von helfenden und gebenden Menschen gibt. Das Networking ist keine Floskel. Und ich habe dir das mal mit dem Pinguin mitgebracht, weil ich fand das so witzig, wie der eine Pinguin poff, poff, poff dem anderen eine mitgibt und der die ganze Zeit reinfällt. Solchen Menschen wirst du zwangsläufig in jeder deiner Lebenslagen, begegnen. Wichtig dabei ist, dass du berücksichtigst eine Sache. Wenn du fliegen lernen möchtest, um bei dem Pinguin zu bleiben, dann musst du den Adler fragen und nicht den Pinguin, weil der Pinguin kann selber nicht fliegen. Ich weiß noch, als ich davon erzählt habe, dass ich mich gerne selbstständig machen lassen möchte oder machen will, da waren so viele Menschen, die mich auf dem Weg quasi bequatscht haben und gesagt haben, mach das nicht, es ist falsch, lass es sein, du musst was anderes machen und. Und das wird dich ja nicht weiterbringen. Eine Frage, die mich im Unternehmertum seit Jahren total begleitet, ist, was kann im schlimmsten Fall passieren? Pass auf, wir haben so häufig die Vorstellung, dass das böse Monster schon hinter der Ecke wartet, dass irgendeiner unterm Bett liegt, dass irgendeiner im Schrank versteckt ist. Und dabei sind die meisten Dinge, die im Leben passieren können, ja gar nicht schlimm. Wir haben oft das Gefühl, egal ob sich zum Beispiel jemand selbstständig macht und ein eigenes Business gründet oder sonst was, oh Gott, ich lande auf der Straße, ich habe nichts mehr zu essen. Alles das wird in Deutschland nicht passieren, weil im schlimmsten Fall bekommst du Hartz IV. Und dann sagt jemand, oh Gott, das ist ja ganz fürchterlich. Aber ganz ehrlich, wenn ich Hartz IV bekomme, ist es im Verhältnis zu dem, was anderen Menschen auf der Welt passiert, alles andere als schlimm. Das heißt, wenn das, was wirklich im schlimmsten Fall passieren kann, eigentlich gar nicht so schlimm ist, warum sollte ich dann so viele Angst vor bestimmten Dingen haben? Sorge zu haben, ist uns angeboren. Also wenn jetzt hier ein Tiger reinlaufen würde, wäre es ja bescheuert, wenn ich dann keine Angst hätte. Aber vor Dingen Angst zu haben, vor denen es sich nicht lohnt, Angst zu haben, weil das, was im schlimmsten Fall passiert, bei dem Tiger kann ich aufgefressen werden, ist eben unnütz. Und was ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass du wirklich jede Situation, die du hast, wo du Entscheidungen treffen musst, wo du vielleicht mal risikoreich sein musst, dir immer wieder diese Frage stellst, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was ist das, was wirklich Schlimmes passieren kann? Und du wirst ganz häufig merken, dass das, was Schlimmes passieren kann, gar nicht schlimm ist. Und wenn du das für dich verstanden hast, wirst du zwangsläufig viel risikoreicher. Weil das, was du früher als riesiges Risiko betrachtet hast, ist wahrscheinlich gar keins. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ein Bild von mir als Kind. Und ich hatte ab als Kind sehr, sehr stark geschielt. Ich hatte wirklich sehr krumme Augen. Man sieht mich hier nach der ersten Schiel-OP. Und man kann ja einfach sagen, okay, der
Schielen ist weg, oder? Also man sieht ja nichts mehr von Schielen. Was für ein süßes kleines Gärtchen ohne Schielen. Und für mich war das ein Riesenproblem. Im Kindergarten gehänselt zu werden mit einem Pflaster auf dem Auge, im Teenageralter Probleme zu haben, mit Frauen zu flirten und fokussiert denen in die Augen zu schauen. Alle diese Dinge waren für mich ein riesiges Problem. Und wie sollte ich dann Speaker werden, Business Mentor oder was auch immer, wenn ich den Leuten nicht in die Augen schauen kann? Wie soll ich meine eigenen Produkte verkaufen, wenn ich keinen Blickkontakt aufbauen kann? Und für mich war das eine Sache, eine körperliche Eigenart, die zu einer massiven, massiven Eintrübung meines eigenen Selbstwertgefühls geführt hat, weil ich mich selber dafür verurteilt habe. Aber kann ich da was für? Nein. Kann ich es ändern? Nein. Sollte ich dann mein Leben lang darüber jammern? Nein. Und wenn du diese drei Neins hast, dann ist es ein Ja. Weil es eben extremst wichtig ist, hinzugehen und zu sagen, okay, das ist mir wirklich wichtig. Darauf muss ich achten. Diese Dinge muss ich berücksichtigen. Das ist ein Teil von mir, den ich nicht mehr ändern kann. Und möchtest du in 50 Jahren da sitzen und darüber meckern? Ich glaube nicht, oder? Halt, stopp, noch nicht abschalten. Ganz wichtig hier, wenn dir dieses Thema bislang gefallen hat, dann guck dir dieses kostenlose Webinar an. Das ist für erfolgsorientierte Menschen wie dich genau das Richtige.